Hallo, 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 hallo. It's been a long time. It's been a long day without you, my friend. Ja, lange Zeit ist es her. Da haben wir Resident Evil durchdacht. Zelda kam dazwischen. Und das Einzige, woran ich mich noch erinnere, ja. Karte. Dass wir bei dem Hai waren. Im Untergrund. Aquaring. Yes, 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 yes. Aquaring. Das war eine Sache. Oi, 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 oi. Das probieren wir jetzt nochmal. Konnte man nicht irgendwie die Karte so öffnen? Oh. So, wir laufen jetzt dadurch und dann rechts. Okay. Okay, 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 okay. Ich bin sowas von nervös. I'm so nervous, I swear. Lange nicht mehr gespielt. Lange, 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 lange. Ups, oder? Nach rechts, genau. Hier war ja noch... Ja, 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 ich erinnere mich. Genau. Oh. Runter. Es hat übelst bei uns gehagelt, ne? Ach du Scheiße. Das macht die Atmosphäre nicht gerade einfacher. Oh, ja, 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 ja. Ich habe so viel Angst. Oh, upsa. Karte, Karte, sorry. Steuerung ist nicht mehr drin. Okay. Zweite Tür rechts. Weiter. Hier, genau. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin so nervös, ich bin so nervös. Oh, die Musik. So. Genau, hier dann runter. Das weiß ich noch. Oh, Ich habe jetzt zu viel hier, ne? Scheiße, ich habe das Farbbad nicht mitnehmen sollen. Egal. Ja. Let's go. Oh, ne. Sheesh. Hallo, Nathalie. Hallo. I'm so nervous right now. You can't imagine. Ups. Ja. Hi. Hallo. How was your day? I hope it was good. You were gone for a long time. Oh my god. Here are the Haie, there are the sharks. Don't be nervous. I am. I certainly am so nervous. There are sharks right now. Yep. It's been over a month since I played this game. Über einen Monat her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ei! Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. What the fuck? Oh, fuck. Fuck. Hey, 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 hey. Ah! My heart is pounding, mein Herz klopft so sehr. Ja! Sie brauchen diesen Schuss nicht mehr, wohl? Oh, good. Good. Privet. Privet. Okay, erstmal heilen. Verwenden. Oh, wieder gesund. Ei, scheiße. Wait, warte, 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 warte. Lass mich erst mal sehen. Ich muss, Translator. Wait, warte, warte, sorry. Fuck, 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 sorry, sorry, sorry.
Wait, 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 wait. I need to do it. Warte, ja, 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 wait, 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 wait. I know, I know, I know. Ah. Also, warte, sorry, 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 sorry. Ich muss das gerade hinkriegen. Fucking Google! Sorry, 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 sorry. I have to do something. Wait a minute. Wait, 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 wait. Oh, zvrashtvuj de Jarova. Sorry, I tried my best. I'm so sorry. Fuck. Wait, 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 wait. Nein. So. So. Okay, lass hier runter. Sorry, musste getan werden. So, sorry, sorry, sorry. Okay, now the fun begins. Oh, hier beginnt es, hier beginnt es. Ach du Scheiße. Eine Fehlermeldung, Angst beim Ablassen des Wassers muss etwas schief gegangen sein. Good job. Warte, warte, sorry. Das muss sein. Sorry, sorry. Wait, 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 wait. Spasibo, spasibo. Okay, I'm here. Good shit, hallo. Wasser muss etwas, Wasser ist wirklich der Leer. Okay, das ist ein Schalter zum Ablassen. Das ist drücken. Ja. Oh, oh. Oh, 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 oh. Emergency. Unknown source of pressure. Yes. Locking all doors to achieve maximum safety. Okay, okay, okay. Root for you. Thank you. Nicht jetzt. Ein Öl. Sie brauchen den Öl. Ah, fuck, 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 fuck. Oh, bleh. Die Druckkammer ist verschlossen. Sicherheitsmechanismus lösen? Ja. Ja, okay, okay, okay. Der Sicherheitsmechanismus für die Druckkammer wurde gelöst. Reaching 30% of pressure. Ablassen kann nicht fortgesetzt werden. Ah! Oh, das ist ein Steuerhebel für die Druckkammer. Umlegen, ja! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ja, ja! Öldruckabfall. Kammerbetrieb abgebrochen. Stellen Sie den Öldruck wieder her und lösen Sie den Sicherheitsmechanismus. Okay, ich glaube, das ist jetzt das hier. Der Schalter ist welcher Schalter? 1. Nein! 50% of pressure threshold. Activate emergency drainage immediately. Das ist ein Schalter für die Druckkammer. Er lässt sich erst vorstellen, wenn der Sicherheitsmechanismus gelöst ist. Fuck, 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 fuck. Fehler ablassen, ja, ja. Die Druckkammer ist verschlossen. Sicherheitsmechanismus lösen? Ja. Der Sicherheitsmechanismus für die Druckkammer wurde aufgelöst. So, jetzt, jetzt, jetzt. Das ist schon. Ja. Ja. Jetzt. Ah, bleibt er wieder ganz stehen? Ah, na, it worked! Ja! Ja! Oh, fuck yeah! Oh mein Gott! Nicht jetzt? Wie nicht jetzt? Was muss ich jetzt tun? Das ist jetzt wohl aufgelöst. Sie müssen ihn nur per Hand bedienen. Wasser ablassen? Ja. Ja. Oh, Wasser ablassen. Oh. Ja. Ja. Das Wasser wurde vollständig abgelassen. Oh, ja. Dabei. Oh, yes. Gut, 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 gut. Oh ja. Wunderbar. Was ist hier? Oh, fuck. Finally did it. Okay, was? Oh, warte, hier liegt noch was. Something is still here. Irgendwas liegt hier noch. Die Druckkammer wurde bereits abgesenkt, ja. Aber was habe ich hier vergessen?
Ich geh mal kurz hoch. Vielleicht habe ich ja oben was übersehen. Maybe I forgot something at the top. Nee. Ah. Ah. Irgendwas muss hier noch was sein. Also ich sehe gerade nichts. I can't see shit. Laut Karte. Ne? Rot. It's still red, so something is here. Vielleicht hier. Warte, die Maus stört mich. Ich sehe gerade nichts. Na, I can't see shit. Okay. Na dann, los geht's. Gehen wir einfach hier runter. Okay. Puh. Ich bin so nervös. Ui. Oh. Oh, fuck, falsche Taste wieder. Sind wir hier? Da geht's lang. Okay, gehen wir mal kurz hier rein. Oh, Munition. Magnum-Munition, ja. Okay, ist hier noch was? Ne. We did it. Oh, warte. Verwenden. Prüfen. Jetzt. Yes. Yes, 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 yes. So, genau so. Er hinter einer Mischung aus zwei grünen Kräutern. Okay, sehr gut. Gut. Alles ist eng zusammengepackt. Hier sieht's aus wie auf der Müllkippe, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo kommen wir hier raus? Ha? Die haben die Tür aufgeschlossen. Oh Gott. Warte mal, hä? Ah, never mind, ich sehe es schon. Okay, okay, okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah! Ja! Oh nein! Warte, aber da hat schon alles entdeckt gehabt, nur da fehlt noch was. There's something still there. Ich gehe mal, ja, ich gehe mal kurz zurück. I'm returning. Ah. Uiuiuiui. Uiuiui. I'm sweating right now. Ich schwitze so sehr. Okay. Oh. Oh. Ich bin echt eine Memme. So, gehen wir jetzt mal hier lang. Let's go this way. Hier ist was. There's something here. Oh. Ah. Ah. Okay. Können wir hier durch? Ja. Würde jetzt gerne speichern, aber ich glaube, wir spielen das jetzt mal noch sicher. Ach, riskant meine ich, nicht sicher. Alter, wo kommen wir hin? Oh, die Haie. Oi, oi, oi. Alala. Ich kann mich noch vielleicht verletzen? Ne. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Wir müssen zurück, wir müssen zurück. Alter. Okay, wir brauchen Platz erstmal, weil wir müssen da gleich rüber. Der Hai lebt noch. Bin ich mir 100% sicher, der Hai lebt noch. The shark's still alive there. I'm 100% sure. Aber, hier lang. Let's clean up a bit. Lass mal unser Inventar ein bisschen aufräumen.
Need to clean up my inventory. So. Okay, los. Oh. So. Oh. Hier ist noch ein Hai. Another shark, what the fuck? Oh. Was ist hier? What's here? Guard room? Oh mein Gott! Das war eine Pflanze. It was a plant. Hä? Warte. Was muss ich jetzt tun? Hä? Oh. Hey, was muss ich hier tun? What do I have to do? Maybe cut it open? Vielleicht muss ich sie aufschneiden. Irgendwas muss hier passieren. Ah. Wait. Natalie, sadly I can't understand your voicemail. It's something in your language, I know. But thank you for the voicemail. I'll keep it. And yeah. My English just lost. Gummo. Aber hi, Varanine. Ich weiß, dass du einen anderen Namen hattest. Ich habe es leider vergessen, wie der war. Aber hi. Oder guten Abend. Ja. Fuck. Aber hallo. Lange ist es her, nicht wahr? Ich habe erstmal Zelda gespielt. So, jetzt muss ich nur kurz gucken, wie ich euch zurückkomme. How do I return? So, hast du je überhaupt... Nee, ich heiße Varanine oder Vera. Warte, bist du sicher, dass du nicht noch einen anderen Account bei Twitch hattest, der irgendwie anders hieß? Oder verwechsel ich gerade mit jemandem? Es tut mir leid, falls ich verwechsle. So. Upsa. Irgendwas mit Scarra vielleicht? Ja, ich habe gesehen, wollte mich aber nicht spoilern. Ach ja, stimmt. Ja, soll's ja nicht. Das Spiel ist grandios. Auch wenn die erste Hälfte in meinen Augen ein bisschen anstrengend ist. Wir gehen hier lang. Ne, von hier kamen wir. Sorry, ich muss mich gerade orientieren. I need to orientate a bit. So. Warte, war es nicht hier mit den anderen Hai? Ich hieß am Anfang Vera, aber meinen Namen genommen. Jetzt habe ich wieder meinen alten Namen genommen. Ah, okay. Gut zu wissen. Ah, ne, hier ist es schon mal richtig. Hier gehe ich richtig lang. Aber gut zu wissen. Aber ich hoffe, du hast dein Wochenende genossen. Bei uns hat es gerade fett gehagelt. Es war schon Sturm. Ich sag's dir. War krass. Ich habe noch nie so lautes Hageln gehört. Ich hatte Angst, dass irgendwas gleich kaputt geht. So, endlich hier. Genau hierhin wollte ich. Ich habe aber Angst, dass da gleich was kommt. Anlauf? Gut. Ja, hinaufsteigen. Jo, 33 Grad. Bei uns ist es auch noch sehr schwül. Das ist gerade insane. So. So. Kurz zurück. Wo war es nochmal?
Da links jetzt gleich. Hageln war in Berlin das letzte Mal vor 3 Jahren, also echt? Hagelt es nie bei euch? Bei uns hagelt es schon öfter mal. Alter, die Musik. So. Also mit öfter meint ich halt, ne? Wenn die Saison, ne? Wenn die Saison wieder dafür ist. Momentan ist es ja die Saison dafür. Schnee gibt's auch nicht. Ja, Schnee bei uns auch nicht. Schnee gibt's bei uns leider auch nie. So, erstmal aufräumen. Speichern tue ich später. Ich muss es ja behalten. So, erstmal kurz gucken. Magnum Revolver. Ah, fuck, ich habe das jetzt zurückgepackt, ich Idiot, ne? So, wir müssen jetzt gerade ein bisschen Platz schaffen, Freunde. So, wie viel kann ich denn da reinpacken? Nur 6 wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, dann wieder zurück. Aber bei uns gibt es halt auch nie Schnee. Deswegen, ja. Schade eigentlich, ich mag den Schnee sehr. So. Das sollte erstmal reichen. Haben wir überhaupt noch Schrotflintenmunition? Ich nehme das mal mit, das Messer. Ich glaube, das ist wichtig. Ha. Weil ich glaube, ich brauche das gleich bei den Ranken. So. Oh, fuck. So. Sag mir, ob das Spiel zu laut ist. Wenn ja, drehe ich das ein bisschen runter. Weil ich habe es jetzt lange nicht mehr gespielt. Ich habe jetzt auch mit der Audio ein bisschen gespielt bei Zelda. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt vielleicht zu laut ist. So. Wieder hier rein. Die Türanimation, ne? Oh. Und dann hier wieder runter. Ja. Die Sounds gut? Okay, freut mich. Dann hier wieder lang. So. Okay. Hier wieder runter. Ich habe halt Angst vor dem scheiß Hai dort, ne? Ich habe halt keine Ahnung, was ich da machen soll. So, hier lang. Boah, ich bin so nervös, ne? Lange nicht mehr gespielt, aus dem Loop raus. Ich muss jetzt wieder, ne? So den Rhythmus reinkriegen. Warte mal, was habe ich denn überhaupt hier? Keine Messer mehr, okay. So, Karte. Ups, Karte. So. Wir gehen mal hier lang. Und dann gucken wir, ob wir jetzt irgendwie da an den Haien vorbeikommen. Ich habe halt wirklich, wirklich, wirklich große Angst. I'm so scared. Und springen wieder hoch. Ja. Da. Oh mein Gott. Oh. Okay. Hoch. Die Durchflusssteuerung. Sie hat keinen Strom. Ja. Dachte ich mir schon. Der Generator für die Durchflusssteuerung. Hebel nach unten drücken. Ja. Das Ding sieht aus, als würde es ihnen einen Stromschlag verpassen. Wenn sie das doch es doch nur. Warte, wenn sie es doch nur irgendwie ins Wasser fallen lassen könnten. Oh, warte. Ja, wieder nach oben. Kann ich es irgendwie wegkicken? Da, ja. Jetzt. Ja. Oh ja.
Sehr schön. Versenkt. Besiegen Sie Neptun. Errungenschaft freigeschaltet. Er ist hin. Ah, das ist hin. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Ne, weil das steht gerade, er ist hin. Der müsste jetzt tot sein. Was ich jetzt aber gucken muss. Wo geht's hier weiter? Weil hier ist irgendetwas. Ich bin ja nicht umsonst hier hingekommen. Da, ah, da. Residenzschlüssel mitnehmen. Ja! Ich komme, glaube ich, in der Residenz viel, viel weiter. Habe ich jetzt hier alles mitgenommen? Ja. Perfekt. Der Hai ist da. Oh, yes. Das tut gut. Ja, ja. So. Cookie, cookie, cookie. Wunderbar. So, und jetzt? Ist hier etwas? Hier ist etwas. Was ich übersehe. Die Leiter vielleicht? Tauchanzüge, Netze. Hier scheint es nichts Tödliches zu geben. Okay. Ach ja, stimmt, das hier. Ah. Ja. Wir müssen wieder hoch. So. Hier, weil ich will mal gucken, ob ich mit dem Messer irgendwie an, hier vorbeikomme. An den Tentakel. Da. Aber hier ist doch noch was. Also, ich verpasse doch hier was. Irgendwas liegt hier noch. I'm missing something. Sie brauchen jetzt nicht mehr zu ändern. Ja. Ha. Hier vielleicht? Nee. Falls ihr was seht, sagt Bescheid, ne? Ich sehe gerade nichts. Ich gucke halt. Vorsicht, ja. Ja. Oh! Das ist eine Karte von Aquaring. Mitnehmen, ja. Oh, deswegen. Jetzt habe ich alles, glaube ich. Sie haben die Karte von Aquaring. Oh, deswegen. Jetzt müsste das auch weg sein, ne? Ja, oh mein Gott. Bin ich doof. So, hier hoch. Iho. So, und dann hier durch. So. Und dann schauen wir mal. Ich habe Angst zu sterben, bin ich ganz ehrlich. Aber ich gucke, ob ich hier durchkomme. Ausrüstung. Wie schlägt man? So. Nee. Das hat keine Wirkung. Oh. Was muss ich denn hier tun? Ah. Toll. Das hat noch keine Wirkung. Das ist jetzt natürlich ungünstig. What should we do now? Karte. Wir haben jetzt erstmal hier alles gemacht. Zurückkommen wir nicht, deswegen müssen wir hier runter. Messer wieder zurück. Damit wir das Item mitnehmen können. So. Ich höre irgendwas. So. Okay. Und dann ging's ja, müssen wir wieder hoch, ne? Das heißt, da lang. Hier, was hier lang? Da. Ich muss mal wieder Platz schaffen. Das ist eine ganze Zeit ein Hin und Her, hin und her. Was halt ein bisschen unpraktisch ist, aber so ist das Spiel halt designt. Und Inventarmanagement ist halt sehr, sehr wichtig hier. Ich weiß auch noch beim letzten Mal, dass unser Kollege mit jemandem gesprochen hat, aber
er so getan hat, als ob er ein bisschen verrückt wird. Ihm glaube ich auch noch nicht. So, jetzt gehen wir hier zurück. Machen mal Platz, nehmen wir das letzte Item und danach gucken wir, wie es dort unten weitergeht. Wir haben jetzt die Residenzschlüssel. Wir könnten jetzt eigentlich an verschiedenen Stellen weiter. Aber ich will noch unten das letzte Teil mitnehmen. So. Letzte Teil. So, hier durch. Zack. Oh, es ist so warm. So. Ich will halt noch unten. Ich habe schon vergessen, was das genau war. Aber ich will es halt mitnehmen. Wer ist der? So. Speichern will ich noch nicht. Wir haben halt echt nur begrenzt die Sachen. So, das Messer hier hin. Das will ich eigentlich auch wegpacken. Das könnten wir eventuell noch gebrauchen, ne? Lass uns erstmal hier. So, fuck it. So, und jetzt hier durch. Und dann hoffen, dass wir jetzt nicht unterwegs sterben. Zack. So. So. Dann nochmal den ganzen Weg zurück, bevor wir die Residenz uns genauer anschauen. Und ich schwitze wie ein Schwein. Und Schweine können nicht schwitzen. So. Jetzt hier wieder runter. Ja, bitte. So. Jetzt hier lang. Dann nehmen wir das letzte Teil da unten und gucken uns da weiter um. So. Hier, los geht's. Zack. Perfekt. Okay, wo war das jetzt? Hier, ne? Da. Was war das denn immer? Granaten. Ach ja, stimmt. Bräuchten wir eigentlich mal den... Wir müssen mal den Granatwerfer irgendwann auswählen. Jetzt gehen wir mal hier lang, weil ich will jetzt gucken, was hier nochmal war. Hi Tsunami, willkommen. Na, wie ist es denn so? Wie geht's dir? Ich hoffe sehr gut. Ne, hier waren wir schon. Okay, ne, da haben wir schon hier alles erkundet. Dann haben wir hier schon alles erkundet, perfekt. Und dann können wir weiter unter die Residenz uns weiter anschauen. So, ich hoffe aber dein Wochenende war super, Tsunami. So, und jetzt hier lang. Dann hier wieder hoch und dann schauen wir uns die Residenz an. Aber ich glaube, ich habe die Befürchtung, dass wir noch das Messer brauchen, weil ich habe irgendwas in Erinnerung, wofür wir noch das Messer bräuchten. Aber ich weiß nicht mehr genau, was. Ja, alles gut, habe aber nicht wirklich Lust auf Studie. Ich habe auch keinen Bock auf Arbeiten, sag ich dir ganz ehrlich. Aber 3 Tage arbeiten, dann habe ich 2,5 Wochen Urlaub. Heißt, ich könnte weiter Resident Evil zocken und eventuell sogar durchkriegen, wer weiß. Weil ich bin jetzt schon über die Hälfte, glaube ich. Ich will jetzt nicht lügen. Nice, ja. Du weißt ja, 2 Spiele auf einen Schlag. Erstmal Zelda durchzocken, ne? Tears of the Kingdom. Hat mich echt verdammt lang gekostet, wenn ich ehrlich bin. Ich habe über 100 Spielstunden drin. Kommt auch noch Zelda. Zelda hab ich schon durch. Habe ich vorgestern durchgespielt. Ich habe schon im Stream gestern durchgespielt. Kannst du wahrscheinlich in den Wots noch sehen, dass es das Ende war.
Wenn nicht, kommen die so oder so halt. Kommen die so oder so noch auf YouTube. Ich habe die alle schon hochgeladen bis jetzt. Ich hab mich aufgepasst. Ich hab mich aufgepasst. Oh mein Gott. Ich hab mich erschreckt. Hast doch alle Krux nicht. Die werde ich nie im Leben machen. Aber alle Schreine, ja. Ich hab mich aufgepasst. Scheiße. Ich werde einige Sachen noch privat machen. Ah, ich schwitze. Einige Sachen werde ich privat machen. Habe ich noch irgendwie ein normales Kraut? Nee, ne? Kein normales Kraut? Okay, dann nehmen wir es. Dann benutzen wir es. Faggot. Sehr schön. Wir sind wieder gesund. So. Ach, deswegen habe ich die verwechselt. Die sehen halt aus wie... warte. Wie, verdammt nochmal... Brandsätze. Kombinieren? Kann ich die so kombinieren? Jetzt schon? Ja. Okay. Ne, halt mir dabei. Dann nehmen wir noch das Messer, weil ich weiß, dass ich das für irgendetwas brauchen würde. Und dann, kennt mich nicht aus mit Resi, weil ich es nicht spielen darf. Wieso darfst du das spielen? Bist du noch zu jung dafür? Das ist natürlich schade eigentlich. Aber ja, besser ist es. Das Spiel ist ja gruselig, wie ich halt finde. So, jetzt gucken wir mal. Ja, wahrscheinlich unter 18. Oh, warte, das Spiel ist... Ab 18? Ja doch, ab 18, nicht ab 16. Aber ja, das kommt noch. Vertrau mir, das Spiel läuft nicht weg. Das Spiel läuft nicht weg. Da kannst du immer und immer wieder spielen. So, jetzt können wir mal probieren. Oh mein Gott, fast schon wieder den gleichen Fehler gemacht. Zum Glück habe ich das Alter, wofür man das Spiel spielen darf, schon vor 9 Jahren erreicht. Da bin ich glücklich. Als ich 18 wurde, das tat gut. So, jetzt gucken wir mal. Spiel mal Valorant. Nur zum Ich will Valorant eigentlich spielen. Habe ich sogar überlegt. Ich habe das mal installiert gehabt. Ich bin aber nicht so gut in Shootern, leider. Ja! Ja! Aber ich bin halt nicht so gut. Ich habe Counter-Strike mal versucht. Counter-Strike war ich nicht gut. Und jetzt bin ich nervös. Einen Moment, bitte. Was ist das für ein Geräusch? Alles gut. Okay. Hä? Sackgasse wieder? What the fuck sind das? Laborgeräte, die sie zuvor noch nie gesehen haben. Könnte hier ein Experiment durchgeführt worden sein? Ich will Pistolenmagazin, ja. Oh mein Gott, die greift mich an, oder? Ja! Ja! Alter, was ist denn hier los? Die greifen mich an, die Bienen. Summ, summ, summ. Warte, warte. Ich muss erstmal. Ne? Karte. Da ist noch was. Ich muss da durchsprintern. Ich will eigentlich speichern so sehr. Ich will so sehr speichern, ne? Und ich nehme mal die Pistole. Weil wir haben sehr viel Pistolenmunition. Da, geradeaus können wir noch nicht. Wir haben nicht den Schlüssel dafür. Die Tür ist verschlossen. Auf der Tür steht 003. Ja, 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 ja. Oh, was ist das? Eine Leiche mit einem schmerzverzerrten Gesicht. Sie hält etwas fest. Insektenspray. Ja. Oh, what the fuck ist das? Oh, oh. Oh, oh. Es ist zu gefährlich, um zu weitergehen. Ja. Oh, ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Hallo? Wir könnten Valorant zusammen spielen. Ja, gerne. Ich bin aber nicht gut, das sage ich schon mal jetzt. Ich müsste da irgendwann mal installieren. Oh, warte, was ist das hier? Warte, warte. Der Verriegelungsmechanismus für die Tür verwenden? Ja. Oh nein! Oh, ich hab das vollkommen vergessen. Ich hab's vollkommen vergessen. Das war noch dieses Scheiß. Ah, okay. Ja, also gut zu wissen, da bin ich nicht der Einzige. Ah, fuck.
Ich bin gerade voll in meiner Sanrio-Phase. Wer ist nochmal Sanrio, wenn ich fragen darf? Hi, Minako. Oh nein, das klang so ironisch. Nein, das ist nicht ironisch. Irgendwo in der Residenz gab es doch dieser scheiß Augen mit Zahlen. Also ich weiß schon, was ich tun muss, aber ich gehe mal kurz zurück. Und hallo Buddha. Na? Das ist so Hello Kitty und so. Ach so, echt? Kann ich mich gar nicht aus, leider. Ich weiß nur, was Hello Kitty ist, aber ja, da begrenzt sich mein Wissen. Aber hallo, dass ihr alle da seid. Ich bin so nervös, so nervös, ne? Weil ich bin so aus dem Rhythmus des Spiels raus. Jetzt hier nach rechts. Freue mich so sehr, dass wieder wieder da ist. Ja, ich auch. Obwohl, ich bin nicht froh. Ich habe Angst. So. Die Lampe scheint rötlich. Ja, aber was bedeutet denn die Lampe? Irgendwo muss doch hier eine Zahl sein. Hallo, Frau. So, irgendwo muss doch ein Indikator sein, was mir sagt, was es bringt. Das ist halt rot. Freudig gefällt. Oh, okay, Entschuldigung. Hey. Fuck. Haben wir noch irgendwo Zahlen? Oder Nummern? Da ist die fette Spinne, du. Da. Die Lampe scheint grün, aber ich sehe halt nichts. Die zeigen einfach nur. Ne? Die zeigen nichts Besonderes. Verdammte Axt. Oh, Entschuldigung, alle weggucken, alle weggucken. Wie alt bist du? Ich bin 27. Oh, kann jemand mal mitschreiben? Kann jemand mal mitschreiben? Ich bin 27. Ich habe direkt hingeguckt. Ja, dachte ich mir schon. Warte, ich schreibe mal kurz was. Rot 3. Grün. Bitte nicht schreiben. 6. Orange. Ich weiß nicht, welche Farben das waren. Orange. 5. Blau 2. Lila 4. Okay, jetzt dürft ihr wieder schreiben. Sorry. Musste gerade sein. So. Ein Bilderpakko. 2, 3, 4, 5, 6. Die Reihenfolge scheint keine besondere Bedeutung zu haben. Aber. Ja, aber. Also nicht hingucken. Ich habe euch gesagt, nicht hingucken. Das ist eigentlich ein Mann. So. Wie alt wärst du, wenn du. Wie alt wärst du, wenn du vor 6 Jahren geboren wärst? Wenn du vier. Hä, warte, warte, warte. Wenn ich vor 6 Jahren geboren werde, wäre ich jetzt 6. Wie alt wärst du, wenn du vor 6 Jahren geboren. Ich wäre halt 6, wenn ich vor 6 Jahren geboren wäre. Hier lang was, ne? Ja. Wenn ich 24. 24 war ich vor 3 Jahren. Heißt 2020. Ich bin 27, aber nicht 24. So. Mist, bist nicht drauf reingefallen. Natürlich nicht. Da bist du, kleiner Jungspund, schon viel zu spät dran. Das habe ich schon alles hinter mir. So, jetzt. Schnell, schnell, schnell hier. Lass mich in Ruhe, bitte. Der Verriegelungsmechanismus für die Tür. Verwenden, ja. Das ist jetzt. Ist das grün? Ist das grün? Das ist 6. Oh, rot ist 3. Gelb. Hat mir gelb. Wir hatten orange. 5. Ratsch hat halt da Gehirn. Warte. Hat halt Gehirn. Da würden Zombies darauf. Ja, sowas waren. Danke. Nice. Oh, was ist dies? Habe ich mal Platz? Ich habe keinen Platz. Das Geräusch irrt mich gerade an. Woher ist das Geräusch? Oh nein. Warte. Sorry, ich muss kurz was machen, weil eine Sache stört mich. So. Ich kann mir schon gut vorstellen, warum ich die Sache hier mitnehmen da soll.
Oh nee. Warte. Wir gehen zurück. Benutzen erstmal das Anti-Sekten-Scheiß. Ne? Ich weiß auch schon wo. Wir hatten auch irgendwo ein Loch in der Nähe, ne? Weil ich habe gerade keinen Platz in der Hand. In der Tasche. Ihr wisst schon, was ich meine. So, ich genau hier hin. Insektenspray verwenden. Ja. Ja, jetzt sind die tot. Sehr schön. Jetzt müsste ich eigentlich da durchkommen, ne? Hier war es lang, ne? Ja. Ich werde den Müll raus wie. Warte. Ich werde den Müll rausbringen. IÖAI. Ja. Ja, kenne ich aber zu gut, Alter. Ich hasse. Ja, ich hasse Müll rausbringen. So. Hier ist sonst nichts mehr, ne? Ja, okay, das wurde jetzt eingesetzt. Sehr schön. So, ich habe jetzt aber ein Problem. Du lebst hundertprozentig. Das kannst du mir nicht erzählen, ey. So. Komm, steh auf, steh auf. Ich glaub dir einfach nicht. Du. So, was ist denn hier? Residenzschlüssel mitnehmen, ja. Steh auf. Steh auf. Ich weiß, dass du aufstehen wirst. Gar nicht. Ich hab gelogen. Da geht hier die Tür auf. Ja, ablegen. So, aber bevor wir das tun. Oh, fuck, Alter. Irgendwas passiert hier. Ich bin mental überhaupt nicht vorbereitet, ich sag's euch. Ich gehe einfach das hier durch. Oh. Warte, warte. Ist hier Speicherplatz? Ja! Oh mein Gott, Speicherplatz mitnehmen! Ja! Oh, yes, yes! Oh, wunderbar! Und jemand ist in der Dusche. Nicht wunderbar. Warte, warte, hä? Haben wir eine Kiste irgendwo? Achso, ne. Die steht dort, Bäume versperren die Aussicht. Haben wir kein Inventar hier? Also nichts, wo wir was wegpacken können? Oh fuck, ich bin jetzt hier reingegangen. Fuck. Ich wollte nur was gucken. Scheiße. Wow. Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Voller Schmutz, was Stöpsel ziehen? Nein, noch nicht. Ich glaube, ich habe eine Idee. Die, ich weiß. Oh, hallo? Kamera? So. Oh. Ihr habt ja die Reagenzgläser dort gesehen, ne? Ich glaube, ich weiß, warum die da sind. Ich glaube, wir müssen irgendwas mit der Pflanze damit machen. Wahrscheinlich irgendwie so eine Chemikalie herstellen. Alte Karten wurden in den Papierkorb geworfen. Sie sehen wie Straßenkarten aus, aber das nützt sie nicht. Das Regal steht voller roter Bücher. Ein weißes Buch steht dazwischen. Mitnehmen? Ja. Laborexperiment in organischer Chemie. Die Ähnlichkeit in den Zelleneigenschaften der schnell wachsenden Pflanzen, die mit dem Tyrannen-Virus infiziert wurden, sind bereits an der anderen Stelle dokumentiert. Bei der Wiederholung dieser Experimente ergab sich jedoch ein interessanter neuer Aspekt. Wir konnten belegen, dass eine Chemikalie der UMB-Gruppe, UMB Nummer 20, einen Stoff enthält, der für die Zellen der Pflanzen giftig ist. Wir haben UMB Nummer 20 einen neuen Namen gegeben, V-Jolt oder V-Jolt. Unseren Berechnungen zufolge sollte die Anwendung von V-Jolt direkt auf die Wurzeln der Pflanze in 5 Sekunden zu deren völligen Aussterben führen. Ah, okay. V-Jolt lässt sich durch die Mischung der Chemikalien VP und UMB in einem bestimmten Verhältnis herstellen. Der Umgang mit den Chemikalien erfordert jedoch besondere Vorsichtsmaßnahmen. Bei unsachgemäßen Vorgehen kann Giftgas freigesetzt werden. Oh. Oh, shit. Jetzt brauche ich ein Notepad. Warte kurz. Warte, 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 warte. Ich muss das mir irgendwo notieren. Das ist ein Editor von mir. Nicht Docs, sondern das andere. Text da. Text.
Das ist immer praktischer. The fuck? The fuck ist das? Sugar, Entschuldigung. UMB. Ups, ja, in groß natürlich. UMB Nummer 3. Rot. Gelb minus 6 ist gelb. Wer hätte das gedacht? Ich bin schockiert. UMB. 7. Grün. Nochmal, Lille. Aber jetzt müssen wir kurz gucken, welche für den Wachstum verantwortlich waren, welche für die Zerstörung. UMB Nummer 10. Orange. Auf diesem kleinen Touchpad, auf diese scheiß kleine Tastatur schreiben, ne? Orange. WP minus 017. Blau. Nicht blau, blau. So. V-Jolt. Wir brauchen ja V-Jolt, ne? Dunkelbraun. So. Warte mal kurz. So, wir haben einen neuen Namen gegeben. V-Jolt. Unsere Berechnungsweise sollte die Anwendung direkt auf die Wurzeln. Ja. Okay, wir brauchen V-Jolt, also braun. Das Problem ist halt, warum haben wir kein Inventar? Das triggert mich. Ein altmodisches, aber solides Bett. Ich hätte hier gerne so eine Kiste. Aber das ärgert mich gerade. Ich muss den ganzen Weg zurücklaufen. Oder übersehe ich etwas? Ein Bild eines Hauses. Ja. Seht ihr etwas? Ich sehe leider nichts. Nein. Noch nicht. Das ist jetzt echt doof. Sie ist von einer... Ja. Das ist jetzt doof. Den ganzen Weg zurück. Damit ich das scheiß Rätsel machen kann. Hallo? So. Oh, mein ganzes Inventar ist halt voll. Warte, ich muss kurz zurück. Das ärgert mich halt ein bisschen schon, ne? Den ganzen Weg jetzt zurück. Ist jetzt nicht so weit, aber trotzdem. Das sind so Kleinigkeiten, die stören. Die Kamera. So, wir brauchen sehr viel Platz, leider. So. Wo war das denn nochmal? So. Hier wieder hoch. Aber das, diese Stelle hasse ich halt. Das dauert so lange. Hätte man zwei Kisten, wäre es viel, viel besser und angenehmer. So, hier rein. Wir brauchen gleich eine dunkelbraune Mischung. So. Jetzt. Nein. Messer packen wir weg. Granatwerfer packen wir weg. Wir brauchen halt sehr, sehr viel Platz. Packen wir auch erstmal weg. Ja. Dann gehen wir mal hier rüber. Wieder zurück. Und dann probieren wir unser Glück. I'm so nervous, I swear. Ich bin so nervös. So. Jetzt hier durch. Ich habe Angst, dass irgendwann durch den Fenster jemand rausgesprungen kommt. Das wird hundertprozentig passieren, also daran habe ich null Zweifel, wenn ich ehrlich bin. Trotzdem habe ich Angst. So, wieder hier durch. Dass der Zombie hier auf dem Boden bleibt, ist für mich sehr unwahrscheinlich. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Yes. Ich Idiot! Sorry, nochmal zurück. Obwohl,
Nee, 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 nee. Nein, 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 nein. Ich kann nicht speichern. Habe ich vollkommen vergessen. Ich habe nichts dabei. Dann gehen wir hier rein. Dunkelbraun, dunkelbraun. Ich habe nur Angst vor der... vor der Scheiß... vor dem scheiß Gift. Hallo? Ja, ich will den Behälter mitnehmen. Hallo? So. Leere Flasche mitnehmen? Ja. 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 Okay, perfekt. Warte, warte, warte. Ich gehe nochmal zurück. Sorry. Aber ich will speichern. Weil irgendwas wird passieren. Something will happen. That's why I'm saving. Schnell zurück. Ah. So. Zack. Und dann hier hoch. So. So. Zack, hier rein. Boah, ich schwitze, I'm sweating right now. Oh mein Gott. So, jetzt nehmen wir die Scheiße mit. Ja. Da. Oh, warte, hä? Erstmal zusammenpacken natürlich. So. Und jetzt wieder zurück. Das meine ich ja ein bisschen. Das ist ein bisschen umständlich, aber. Müssen wir durch. So. Hier hoch, hallo. So, ja. Perfekt. Und perfekt. So. Und hier durch. Zack. So, jetzt speichern und dann weiter. So. Perfekt. Wenn es hier doch eine Kiste wäre, dann hätte ich den Verstand verloren. Ja, speichern. Yes. Jetzt bräuchte ich eigentlich die Dinger nicht mehr, aber was soll's. So. Perfekt. Und jetzt... Oh, warte. Bevor wir das machen, Buch nochmal lesen. Ob das... Die Lücke zwischen den Büchern erregt ihre Aufmerksamkeit. Hä? Fuck. Ich habe jetzt nicht drauf Oh. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet... Na, fuck. Wir müssen vielleicht irgendwie in ein Buch reinpacken oder so. Ich habe keine Ahnung. So. Jetzt müssen wir gucken, jetzt müssen wir gucken. Now we have to see. So, lass mich mal kurz gucken. Rot. Ich muss jetzt experimentieren, ne? Oh mein Gott. Gelb 6 mitnehmen, ja. So. Oh, da ist noch etwas. Ja. Rot. Was passiert, wenn ich das jetzt kombiniere? Die Herrschaft von Vitals gescheitert. Okay. Ja. Haben wir noch eine andere Flasche? Ja. Ah. Ich sehe keine andere Flasche, aber wir haben 4 Flaschen hier. Insgesamt. Da geht's halt nicht mehr weiter.
Ich guck mal kurz. Was passiert, wenn wir den Stöpsel rausziehen? Ich habe Angst, dass das verschwindende Buch mit dem Badezimmer was zu tun hat. Los geht's. Voller Schmutzwasser. Stöpsel ziehen? Ja. Da ist etwas in der Badewanne. Oh, nice. Ein Dolch. Ja. Wehe, da kommt jemand rein. Hier rein, meine ich. Hier hätten wir auch alles. Ah. Wir müssen das irgendwas in der Residenz machen. Verdammt! Ich weiß noch nicht, was jetzt. Wir müssen es ja mixen, aber wie? Einmal für dich eine Riesenfasse, du siehst von einem Schwamm, ja. Ah. Ich weiß echt nicht, was, ne? Ich muss das jetzt später recherchieren? Ich hoffe nicht. Es ist so warm, ne? Ich kann mich auch gerade schlecht konzentrieren. Leere Fall. Oh, mit Wasser? Was passiert, wenn wir das jetzt mit Rot mischen? Lila! Oh! Lila! Lila ist jetzt. Keine Ahnung, was Lila ist. Lila hatten wir nicht. Scheiße. Dann. Nein. Gelb. Ja. Und dann. Na, haben wir nicht. Scheiße. Ja. Kombinieren. Grün. Grün ist UMB Nummer 7. Oh, vielleicht müsste. Das hieß ja vorher UMB. Oh, wir brauchen Rot, wir brauchen Rot, wir brauchen Rot. Wir brauchen Rot. Pass auf, pass auf. Jetzt können wir Grün und Rot kombinieren. Nein! Ich dachte, das geht. Okay, nochmal. Dann was gelb hier? Warte. Ja. Kombinieren. Kombinieren. Ne. Ja. Ja. Kombinieren wir das mal. Ja. Ich muss halt Orange irgendwie kriegen. So. Upsa. Ich hab schon alles. Was passiert, wenn ich jetzt mit Grün mache? Nix. Okay. Upsa. So. Lila. So, können wir das ja nicht mixen? Ja, orange, orange, orange. Orange, orange, okay. Ich habe jetzt nicht drauf aufgepasst. Hat jemand aufgepasst? Das war jetzt lila und. Gelb, lila und gelb, lila und gelb, lila und gelb, okay. Lila und gelb, lila und gelb. Jetzt wissen wir das. Oh, ja. Ich hoffe, das klappt jetzt wieder, wie ich es will. Obwohl, nein. Lila und gelb.
Geht das? Nein. Scheiße. Okay, dann erstmal Wasser. Gelb. Merk dir gelb, Bruder. Merk dir gelb. Merk dir gelb. Lila und gelb. Oh fuck, wir haben jetzt nicht mit Wasser aufgefüllt. What? Sorry. Ah, nein, 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 nein. Ja. So. Dann haben wir lila. Und dann machen wir es mit gelb. Ja. Dann haben wir orange. Ja. Ich guck mal, ob das so funktioniert. Ja. Wenn das jetzt klappt, bin ich glücklich. Und dann? Ja, blau. War blau das, was wir wollten? Nein, noch nicht ganz. Das ist jetzt VP 17. Wir brauchen aber dunkelbraun. Dunkelbraun. Scheiße. Oh, nee. Warte, 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 warte. Das guck ich mir jetzt lieber an. Fuck. Wie Jolt. Weil ich will es jetzt nicht kaputt machen alles. Entweder müssen wir noch eine Mixtur reinpacken. Oder, ne? So, wir haben jetzt blau. Das ist ja VP07 und dafür brauchen wir jetzt. Hier steht UMB Nummer 3. UMB Nummer 3. Das war was jetzt nochmal? UMB Nummer 3 ist rot. Nee, das geht nicht. Ja! Ja! Ja, wir haben's. Okay, sehr gut. Sorry, ich muss da cheaten, weil... Alter, ich hätte keinen Bock, alles nochmal neu zu machen. Gut. Jetzt habe ich Angst. Gut, die... Wurde das ja schon gemacht? Ne. Und jetzt lese ich es an der Wand links... Warte, und jetzt lese es... An der Wand, links von der Wand. Warte, was? Wo, wie, was? Als ob. Stand da was? Hi, Bloch. Aber als ob da was stand. So. An der Wand? Hä, wie, wo, wie, was? Vor der, von der Tür so. An der Wand, links von der Wand? Warte, warte, wie, wo, was? Das mit der Kreideschrift? Warte, ich guck noch mal nach. Ich bin jetzt verwirrt, sorry. Schau ich mir noch mal an. An der Wand steht geschrieben, 1 plus 3 gleich 4, 4 plus 6 gleich 10. Oh, wow. Kein Sorry, bitte. Was? Okay. An der Wand, ja, okay, hier. Ich hab's gar nicht mal bemerkt. Ich hab's ernsthaft, so einfach ist das. Ja... Ja, sorry. Ich hab's nicht mal bemerkt. Ich dachte, das war ich hab nicht mal auf die Kreideschrift geachtet. Oh mein Gott. Damit wäre es viel, viel einfacher gewesen. Ich bin doof. Aber egal. Passiert. Wir haben's geschafft. So, und jetzt vermute ich, dass wir diese Chemikalie jetzt im Badezimmer dann an die Wurzeln dran packen. Falls das überhaupt geht. Oder mach ich das vom Bett aus? Oh fuck, welche Tür? Mit doof hat es nichts zu tun. 1997 war ich auch eine Null. Oh fuck, ich wollte nicht durch die Tür. Ja, ich bin aber generell nicht der Smarteste, wenn es darum geht. Ich übersehe leicht Sachen. So, jetzt hier. Ich übersehe leider manchmal leicht Sachen. So. Können wir das jetzt hier benutzen? Hier, wo ist... Wand. Oder müssen wir das unten benutzen? Wo wir die Pflanzen gesehen... Wo wir die Pflanze gesehen haben. Das stimmt. In HD blind zu sein ist schlimm. Ja.
Ja, ich dachte einfach nur, das wäre ein normaler Hintergrund. Ich habe nicht darauf geachtet, dass da was stand. Oder? Warte mal kurz. Hier vielleicht? In den Abfluss? Nee. In die Toilette ragt nicht der Ranken, oder? Nee. Ich glaube, wir müssen unten das machen, ne? Wo die anderen Ranken waren. Aber das waren doch keine Wurzeln. Hier sind ja die Wurzeln eigentlich. Muss ich jetzt ernsthaft den ganzen Weg wieder runter, um dort... Ne? Hier aus geht das, glaube ich, nicht. Ne. Wir müssen wohl wahrscheinlich nach unten. Dann gehen wir zurück. Danke für dein Follow, Bloch. Dankeschön. Ich hoffe, du hast bald Spaß bei dem dummen Mann hier. So, wir gehen mal kurz zurück. Ich versuche es so gut wie es geht zu lösen mit meinem Erbsenhirn. So. Wir haben Sommer und du hast Weihnachtsmänner. Was? Was? Wir haben Sommermänner. Also wir haben Sommer und du hast Weihnachtsmänner. Ich verstehe leider nicht, was du damit meinst. Aber ja, hier ist es ultra warm. Ich sag's dir, ich schwitze. Wie, du weißt es nicht? Ja, sorry. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich ein Erbsenhirn bin. Da musst du ein bisschen langsamer mit mir sein. So. Okay, das packen wir auch erstmal hin, damit wir Platz haben. Und ich weiß nur, dass man einmal das Messer braucht. Ich nehme das Messer mal mit. Du hast doch... Ach so, ah ja, stimmt. Ah, darauf habe ich geachtet. Boah. Ich habe da lange darauf nicht mehr geachtet. Es tut mir leid. Aber ja, das ist halt einfach nur... Ich fand es einfach süß. Ich habe einfach nur... ja, also. Entschuldigung. Ich habe das nur genommen, weil... die verfolgt werden. Ich habe gesagt, ey, follow, verfolgen. Passt doch, ne? So. Die verfolgen halt einen, deswegen. So. Dann gehen wir hier runter. Passt ja. Ja, siehst du? Ich find's schon gut. So. Jetzt gucken wir mal. Oh, ich schwitze so übelst, ne? Ich mach auch nicht mal allzu lang, weil ich will mich gleich in die Badewanne setzen. So, jetzt nochmal hier durch. Stimmt, warte. Hoffentlich klappt das hier. So wie ich es mir vorstelle. Boah, was ich aber in Resident Evil so hasse, ne? Vor allem am ersten Teil. Zweite Teil war, glaube ich, auch ein bisschen so. Du kommst nicht direkt an dein Ziel, wo du hin willst. Ich muss jetzt überlegen, ob jetzt die Chemikalie, die ich jetzt verwenden will, dort funktioniert. Und wenn die nicht funktioniert, muss ich den ganzen Weg wieder zurück. Was ein bisschen ärgerlich ist, aber was sült. Was sült. So. In Resident Evil 1996 muss man alleine auf Rätsel kommen. Wie alleine auf Rätsel kommen? Was genau meinst du damit? Wohin wollte ich jetzt gerade? Ich wollte hier lang. Dass man Rätsel jetzt entdeckt oder Rätsel lösen kann. Hier hast du zu 80% Info zu Rätsel. Ach so! Ja, ja. Das finde ich generell schlimm. Ich habe vor einiger Zeit, vor einigen Jahren, Grim Fandango gezockt. Und als Vergleich auch noch Primordia. Beides so Point-and-Click-Adventures. Alter. Bei beiden dachte ich mir so, holy shit, ich habe keine Ahnung, wie ich weiterkommen soll. Das hat mich gerade erschreckt. Ich hatte wirklich keine Ahnung, was ich... bei Primordia zum Beispiel, wie ich da weiterkam, oder bei Grim Fandango. Boah, da habe ich einfach Sachen nicht gecheckt. So, gucken wir mal. Können wir es jetzt hier verwenden? Ja! Perfekt. So, aber warum komme ich jetzt hier, kann ich jetzt hier hin?
Ich kann hier nichts einsammeln, aber ich kann. 1996 hat auch nicht auf Karte rot oder grün in Rheinau. Ja, das ist so schlimm. Das sieht nach dem Steuersystem für den Wassertank aus. Aber es ist kaputt und kann nicht verwendet werden. Nein, aber warum kann ich denn nicht hier hin? Das verstehe ich nicht. Irgendwo muss ja jetzt wahrscheinlich dann der Weg freigekommen sein, ne? Wenn ich jetzt hier wenn ich hier nichts machen kann und jetzt die Wurzel weg ist, müsste jetzt woanders ein Weg freigekommen sein. Und die Haie überleben sehr lange, ne? Holy shit. Aber ja, ich sag dir ganz ehrlich, dass es die Karten gibt, ist echt ein Segen für mich. Weil ohne Karte wäre ich nie im Leben, auf mein Leben klargekommen. Weil ich habe einen Orientierungssinn eines Goldfisches, Alter. Ich verlaufe mich so oft. Ich glaube, ich weiß doch, als ich am Anfang von Resident Evil war, dass ich echt mich oft verlaufen habe, weil ich einfach zu doof dafür war. Dann wäre Resident Evil 96 für dich perfekt. 96, ist das... ist es halt nicht das Remake, sondern das Original hiervon? Oder ist es halt ein anderes Resident Evil? Weil ich dachte, Resident Evil 96 wäre das Resident Evil 1. Dachte ich zumindest. Ich hätte mal auch überlegt, das zu spielen, aber privat lieber. Original von PlayStation 1. Okay, dann doch. Ja. Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt schon Resident Evil 1, also diesen Teil hier kenne, würde ich, glaube ich, eher darauf klarkommen. Glaube ich aber. Weil ich ja schon einiges kenne. Aber ja. Oh, bei welchem Spiel habe ich geil? Dein Teil ist von 2002 in 2014 in HD. Oh, ach, das ist nicht Teil 1 hier, was ich gerade spiele? Ich dachte, das wäre das Remake von Teil 1. Dein Teil ist von 2002 und in 2004. Krass, okay. Muss ich mal recherchieren. Weil, Alter. Ich formuliere da. Weil es gibt so viele Resident Evil Teile. Das ist Remake Teil 1, ja, von 2002. Ach so. Ich muss mal gleich recherchieren. Ich bin gerade ein bisschen maximal verwirrt. So, hier geht's lang, ne? Ja. Und 1996 ist ein separates Spiel oder etwas? Oder ist das kein. Ist das nicht der Teil 1? Weil das verstehe ich gerade nicht. Wenn dieses Spiel. Kein Teil ist von 2000. Also, das Remake Teil 1 ist ja 2000. Ach, nee, das ist Remake Teil 1, ja. Ach, das Remake kam 2002 raus. Das erste Remake, meinst du? Oder verstehe ich das gerade falsch? Sorry, ich bin gerade echt zu doof dafür. Ah, okay. Gut zu wissen. Okay, dann heißt es das zweite Remake sozusagen. Und dann nicht hier, ne? Jetzt verstehe ich's. Aber ja. Und da jetzt ist 2014 nur in Fast HD. Ja, ich finde aber, das Spiel sieht wunderschön aus. Ah, nee, da gehe ich nicht hin. Ich finde, das Spiel sieht ziemlich gut aus für, ne? Für 2014. Hat aber diesen braun-grau-Filter. Wie von, ne? So, ist es jetzt hier weg? Ne, ist es immer noch da. Wo ist jetzt der Weg frei geworden? Oh fuck, ich bin jetzt wieder rausgegangen, das wollte ich nicht. Irgendwo muss jetzt... Weg frei geworden sein. Ich gehe nochmal hier rein. Weil ich habe jetzt die Wurzel weggepackt. Ich konnte da nichts machen gerade eben. In dem Raum, wo ich die Pflanzen bearbeiten konnte. Das heißt, irgendwo muss ein Weg freigekommen sein. Ich schau mal hier, ob die Wurzel noch da ist. Die Wurzel. Ne, die sind immer noch hier. Ha. Hm. Ups. Irgendwo muss es ja weitergehen. Irgendwo. Weil hier habe ich ja die Schlüssel ja noch nicht. Oder habe ich noch was im Raum vergessen? Wo die, das Schlimme ist, HD gibt es seit PlayStation 3 und Xbox 360. Ja. Aber nicht Full HD, sondern HD Ready. Ach, da ist das. Und hier komme ich jetzt nicht durch, ne? Ich nehme mal die Pflanze hier mit.
Jetzt habe ich ja alles ein... Ne, ich habe hier noch nicht alles eingesammelt. Irgendwas ist hier noch. Irgendwas ist hier noch. Komm, steh auf, Kollege. Ich weiß, dass du aufstehen wirst. HD Ready kam 2006. PS4, ach echt? Haben die Full HD schon? Das ist schon krass. Okay, wusste ich nicht. Ich dachte, die hat nur HD Ready. Ist hier noch was? Ne, hier ist nichts mehr. Alles eingesammelt, ne? Ja. Komm, steh auf, Kollege. Du willst nicht aufstehen? Okay. Ha! Ich nehme dann nochmal das hier mit. PS3 hat Blu-ray, das ist ja auch schon 4K. Konntest schon die PS3 4K Blu-ray oder nur Full HD Blu-ray? Ich nehme das hier mal mit, damit das hier mir nicht auf den Sack geht. So. Nur Blu-ray. Okay. So, jetzt habe ich ja alles aufgedeckt, nicht wahr? Ja. Hm. Eine hat 25 GB. Ja, ja, ja. Weiß ich ja. Okay. Ha. Ha. Irgendwo muss es weitergehen, aber ich habe keine Ahnung, wo. Weil ich habe ja bei der Residenz fast schon alles aufgedeckt. Nur komme ich jetzt nicht da recht lang. Die Tür dort ist verschlossen von der anderen Seite. Also, wir haben bis jetzt die Residenz eventuell abgeschlossen. Ich weiß nicht. Ja, nicht abgeschlossen, aber ne? Größtenteils erledigt. Ha. Irgendwie müssen wir weiter. Ich weiß nur nicht wie. Aber ja, ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, das dann auch für heute zu beenden. Weil ich fühle mich gerade ekelhaft. Ich will unbedingt duschen, Alter. So, wir sind jetzt ja auch hier in einem Safe Spot. Das fühlt sich sehr gut an. Zack. Zack. Ganz weit runter. Und hier, zack. Dann nehmen wir das, ups, wir nehmen das Farbband mit. Farbband, Farbband, da. Okay, dann speichern wir hier. Da. Ja. Machen wir mal. Bei 13. Perfekt. Dann würde ich sagen, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder nach meiner Arbeit und nach meinem Sport. Okay, bis dann. Ja, ciao, ciao. Dir noch einen schönen Einstieg in die Woche. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi.